Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute das lang ersehnte Lockenvideo für euch. Okay, so lang ist es nicht, aber ich habe sehr viele Anfragen dafür bekommen. Ich habe in 2 Wochen das hier in das hier verwandelt. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das wirklich die krassesten Locken sind, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Ich sage nicht, dass sie perfekt sind oder so, aber sie sind das heftigste Ergebnis, was ich jemals auf dem Kopf hatte. Und das Ganze in nur 2 Wochen. Und wie ich das geschafft habe, erzähle ich euch hier in diesem Video. Als kleine Überraschung für euch und als Dankeschön habe ich auch eine Verlosung in diesem Video. Und zwar könnt ihr einen 100€ Amazon-Gutschein gewinnen bei mir. Dazu müsst ihr einfach nur Abonnent meines Kanals sein und kommentieren. Und zweitens, ich habe in diesem Video ganz, ganz viel zu meiner Routine und was ich so gelernt habe die letzte Zeit. Plus, ich habe noch das ein oder andere Ass im Ärmel und ein paar Sachen, die ich noch am Austesten bin. Das wird noch kommen in 1-2 Wochen, also verpasst das auch nicht. Also ich habe meine Naturlocken vor allem gerne im Sommer getragen, im Urlaub, ne? Ihr kennt das, man lässt sie einfach Luft trocknen, hat dann so schöne Beachwaves, ne? Alles gut und schön, aber wie gesagt, ich wollte mehr. Und das, was ihr jetzt in dieser Vorheraufnahme gesehen habt, ich werde euch später auch nochmal so Zwischenstufen zeigen und so, das ist ein extrem schlechtes Lockenergebnis, was ich hatte. Ich muss dazu sagen, es war einfach wegen einem Shampoo, das ich anders verwendet habe. Und deswegen wollte ich euch das auch zeigen, weil da seht ihr, wie Kleinigkeiten etwas ausmachen können. Und ich dachte mir so, wo sind meine Locken? Das heißt, es sah auch schon mal besser aus als in dieser Aufnahme. Ich habe da aber jetzt nichts hingefaked, dass ich es jetzt extra gebürstet oder geglättet hätte oder so. Und dann kam halt das dabei raus. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay, ich fange jetzt an mit einer neuen Methode, weil das sind nicht meine Locken und bevor sie ganz weg sind, muss ich sie retten. Dann habe ich eben mich informiert, was kann man denn so machen und bin direkt auf die Curly Girl Methode gestoßen. Das sagt bestimmt vielen von euch was. Wenn nicht, das ist einfach ein Buch eigentlich, das schon älter ist und deswegen kursieren diese Tipps auch schon jahrelang im Internet. Und da geht es einfach komplett um Locken. Ihr könnt aus diesem Video einiges ziehen, was definitiv Curly Girl Methode ist. Es sind aber sehr viele Regeln und sehr viele Tipps, die man machen kann. Ich mache jetzt nicht alles da draus und ich mache bestimmt nicht alles perfekt nach der Curly Girl Methode. Ich habe mir einfach die Sachen rausgezogen, die für mich sinnvoll waren, die für mich ein Ergebnis erzielt haben. Und deswegen muss natürlich nicht alles, was jetzt für mich funktioniert, für euch funktionieren. Und umgekehrt, aber ich hoffe trotzdem, dass ich dem einen oder anderen helfen kann damit. Legen wir los mit dem Start. Ich habe mir so richtig so einen Startpunkt gemacht. Und Schritt 1 war es, meine Haare zu schneiden, also meine trockenen Spitzen. Denn wenn ihr das beste Ergebnis wollt und ihr habt irgendwie seit einem halben Jahr Spitzen nicht mehr geschnitten und die sind trocken, wird das Ergebnis nicht schön sein. Und gerade so in den Spitzen können die dann so langgezogen und frizzig sein bei Locken. Und das Ganze habe ich euch sogar auch schon mitgefilmt. Ich habe euch gefilmt, wie ich mir einen Stufenschnitt mache. Da habe ich sie dann das letzte Mal auch geglättet. Das war vor 3 Wochen. Und zu diesem Zeitpunkt war ich quasi informiert über alles, was ich machen will. Ich habe mir alle Produkte geholt, habe aber noch nicht angefangen, irgendwas anders zu machen. Schritt Nummer 2 ist es, die Haare noch ein letztes Mal mit einem tief reinigenden Shampoo zu waschen, das aber Sulfate enthält. Dazu kommen wir gleich. Damit quasi die Silikone und die ganzen Reste von den Inhaltsstoffen, die ab jetzt verboten sind, die sich aufgebaut haben im Haar, einmal rausgehen. Und ich habe meine Haare mit heute gezählt, also wo ich euch die Routine jetzt gleich zeige, 3-mal gewaschen. Also heute war das 3. Mal. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. Ganz wichtig, denn der nächste Schritt war es für mich, mir erstmal die richtigen Produkte zu besorgen, beziehungsweise zu gucken, was bei mir im Bad steht, was erstmal auf die Seite geschoben wird und was ein bisschen weiter vorrückt, damit ich das benutze. Es sollten keine Silikone drin sein, keine Sulfate, keine Parabene und wie auch immer man das hier ausspricht. Und möglichst auch kein Alkohol in den Produkten. Es ist halt so, ich sage nicht, dass alles, was das enthält, schlechte Haare macht oder ein schlechtes Haarprodukt ist. Ich wollte mich aber komplett drauf einlassen und habe mich bemüht, es zumindest, ich würde sagen, so zu 80% einzuhalten. Vor allem ist das Silikonfreie wichtig und das Sulfatfreie, vor allem bei den Shampoos. Wenn ihr das abgedeckt habt, seid ihr schon gut dabei und dann weniger Alkohol beim Stylingprodukt, top. Was mir natürlich noch wichtig ist, dass alles tierversuchsfrei ist, da mache ich keinen Kompromiss. Produkte, die unter diese Kategorie fallen, sind tendenziell teurer. Es müsst ihr halt für euch wissen, investiert ihr ein bisschen da rein in eure Haare oder findet ihr vielleicht was günstigeres. Das sind halt die Sachen, die ich benutze. Und zwar einmal von Shan Raim Khan, das True Volume Intense Repair Shampoo. Das ist jetzt kein spezielles Lockenprodukt, aber das hatte ich halt schon zu Hause. Das habe ich mal geschenkt bekommen von Shan. Von Shan Raim Khan, die Haarprodukte sind super, was die Inhaltsstoffe angeht, da wird sehr drauf geachtet. Ich habe mir aber auch etwas Besonderes für Locken bestellt. Und zwar Shea
Sheer Moisture. Das ist sehr, sehr beliebt in der Locken-Community und das ist eins, das Curly Girl approved ist. Kriegt ihr bei Amazon, verlinke ich euch gerne unten. Ihr kriegt eigentlich alles über Amazon, was ich euch jetzt zeige. Also schaut rein in die Links, wenn ihr Bock habt. Bin sehr zufrieden. Ich habe das im Doppelpack gekauft mit dem Conditioner. Auch beides ist übrigens Coconut and Hibiscus Curl and Shine. Dann das hier hatte ich auch noch zu Hause und zwar eine sehr pflegende Haarkur von Dr. Shedu Berlin Keratin Kollagen Intensivkur. Keine Sorge, ich zeige euch gleich auch alles so, welche Reihenfolge, wo, wie, was. Ich benutze ansonsten noch ein Leave-In-Conditioner, auch von Shan Raimkan. Und dann nehme ich zum Stylen, fangen wir mal damit an, auch von Sheer Moisture. Das ist aber aus der Kids-Reihe. Aber das ist jetzt einfach eine Curling Butter Cream. Denkt euch jetzt, wow, intensiv, aber glaubt mir. Produktemäßig ist es intensiv. Und dann nehme ich noch ein Haargel von Bumble and Bumble. Auch da wieder. Ich hatte es noch da. Ich finde es sehr gut, weil es klebt überhaupt nicht. Ich hasse es, wenn Haargele so, wenn man dann reinfasst und die sind klebrig. Das muss ich noch dazu sagen. Wenn ihr gleich sehen werdet, ich werde sehr viel Produkte verwenden. Aber wenn ich meine Haare fasse, die sind überhaupt nicht hart. Meine Locken sind definiert, aber die sind weich, butterweich. Man fasst gerne rein. Es fühlt sich alles natürlich an, als hätte ich eigentlich nichts drin. Ist jetzt inhaltsstoffmäßig nicht perfekt. Ein Haargel ohne Alkohol zu finden, fand ich wirklich unmöglich. Das hier hat aber immerhin Alkohol weiter hinten. Das erste ist fast immer Wasser und das zweite guckt ihr dann halt, was da dran steht, aber es ist ganz oft einfach direkt Alkohol. Und Alkohol trocknet eure Haare aus. Deswegen ist es so ein bisschen sinnlos, so eine pflegende Lockencreme reinzugeben, die dann gleichzeitig wieder austrocknet. Es müssen nicht so viele Produkte sein und es muss auch nicht in der Preiskategorie sein. Wir haben jetzt das ausgesucht, was ich gut finde und es sind Riesenflaschen. Also das hält mir auch wirklich eine Weile. Da seht ihr jetzt live in Action in meine Haarroutine, die kommt jetzt. Okay, erstens mal wasche ich meine Haare in möglichst großen Abständen, einfach um sie weiter zu schonen und sie werden trotzdem nicht fettig. Warum? Dazu später mehr. Und das kennt ihr vielleicht schon von mir, ich nehme mir sehr viel Zeit, damit meine Haare auch wirklich ganz nass sind. Gerade wenn ihr lange, dicke Haare habt, ist das sehr wichtig, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, denn sonst gebt ihr Shampoo auf trockene Stellen und das führt zu Haarschäden. Als erstes nehme ich dann das Shampoo von Shan Raimkan. Ihr könntet natürlich auch zweimal das gleiche Shampoo benutzen. Ich mache das einfach so, weil ich jetzt das auch noch da habe. Und euch sollte klar sein, wenn ihr sulfatfreie Shampoos verwendet, dann schäumen die in der Regel nicht so richtig wie andere Shampoos. Also euch nicht wundern und auch nicht zu viel nehmen. Und hier wollte ich euch zeigen, dass ich nicht zu wild die Haare einschäumen. Shampooniere, also so komplett durcheinander. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber ich versuche einfach möglichst wenige Knoten in die Haare zu machen, auch beim Waschen. Und dann nehme ich das zweite Shampoo von Sheer Moisture und gebe das Shampoo auch wirklich nur in die Ansätze gründlich hinein und nicht in die Längen und Spitzen, damit die nicht austrocknen. Beim Ausspülen werden die für mich genug gereinigt. Das Ganze gründlich ausspülen und dann geht es an die Pflege. Ich mische die Haarkur mit dem Conditioner, das auch einfach, ja, weil ich Bock drauf habe. Ich nehme ganz viel von der Haarkur und dann habe ich mit Ollis Hilfe versucht, euch zu demonstrieren, dass ich den Conditioner noch reingebe. Ja, also es war irgendwie schwierig zu zeigen. Mit einer Hand, ich vermische die beiden und dann nehme ich viel von der Maske und ein bisschen von dem Conditioner mit, einfach weil der halt im Doppelpack war und der nochmal extra was für Locken ist. Für mich funktioniert es so, ihr könnt auch hier, wie gesagt, eins von beiden nehmen. Nicht wundern, dass ich so rote Stellen hinten habe, ich bin nicht allergisch auf die Produkte, das ist einfach, weil ich sehr empfindliche Haut habe und mit meinen Händen oft dran komme. Das verteile ich in die Längen und Spitzen und ich schaue auch, seit ich die Lockenroutine mache, dass ich wirklich jede Strähne erwische, aber gebe nichts in die Ansätze direkt. Dann kämme ich die Haare durch, während die Haarkur einwirkt, mit einem Tangle Teaser. Da könntet ihr auch so eine Wet Brush nehmen oder einen grob zinkigen Kamm. Ihr solltet nicht eine zu feine Bürste nehmen und natürlich vorsichtig bürsten, denn die Haare sind empfindlich, wenn sie nass sind. Fange also in den Spitzen an und gehe sanft bis nach oben. Jetzt mache ich etwas, was ich eben davor nicht gemacht habe. Ich gehe sogar bis in die Ansätze mit quasi dem Rest, der noch auf der Bürste ist. So gelangt ein bisschen Pflege in die Ansätze, aber nicht zu viel. Und das hatte ich euch auch schon mal gezeigt, das kennt ihr vielleicht. Ich habe immer einen Invisibobble in der Dusche, dann binde ich die Haare vorsichtig zusammen und kann, solange die Maske einwirkt, meine Körperpflege machen und die lasse ich dann eben so, ja, 2 bis 4 Minuten einwirken. Zum Ausspülen am Ende nehme ich möglichst kaltes Wasser. Das ist ja auch schon ein alter Trick. Dazu kippe ich dann die Haare so oder halt meinen Kopf auf die Seite, weil ich bin kein Kaltduscher, denn sonst würde ich das nicht aushalten. Aber den Haaren tut das sehr, sehr gut, sie am Schluss nochmal kalt auszuspülen. Das schließt die Schuppenschicht und wenn ich ausgespült habe, dann habe ich wirklich schon so ein mega Gefühl,
Also wie ihr seht, irgendwie die Haare sehen so schon ganz toll aus und sehr gepflegt und trotzdem nicht beschwert. Das Ganze hat jetzt nicht länger gedauert als sonst meine Haarroutine, aber für diesen Part nehme ich mir etwas Zeit, also so circa 2 Minuten extra. Und statt meine Haare einfach so glatt auszubringen, knete ich das überschüssige Wasser heraus. Also ich nehme sie mir immer unten und knete so nach oben und drücke ganz, ganz fest, damit das Wasser rauskommt und sie eben nicht zu nass sind und schneller trocknen. Und gleichzeitig forme ich so meine Locken und helfe ihnen, ihre Sprungkraft zu bekommen. Und das mache ich dann eben, ja, so lange, wie ich das Gefühl habe, es kommt nicht mehr viel Wasser heraus. Und früher hätte ich sie dann einfach in ein Handtuch gewickelt, in so ein Turban. Handtücher sind aber nach Curly Girl Methode verboten. Die Alternative dazu ist ein Baumwoll-T-Shirt. Dazu nehme ich einfach ein altes T-Shirt von Olli. Ihr könntet auch ein Frotté-Handtuch nehmen. Die gibt es auch bei Amazon, kann ich euch auch verlinken, habe ich mir gerade bestellt. Wie ihr seht, sind sie jetzt schon sehr schön lockig, einfach durch diesen Kneteffekt. Also das solltet ihr auf jeden Fall machen, das bringt mir so, so viel. Und dann ploppen wir, heißt das. Man legt die Haare in das T-Shirt hinein, wie ihr es gesehen habt. Also ich lege mir das irgendwo hin, auf den Badewannenrand, lege meinen Kopf so hinein und dann wickle ich das um, wie ich das sonst auch mit so einem Handtuchturban machen würde. Und das, ja, klingt vielleicht komisch, aber glaubt mir, das bringt so viel, dieses Ploppen, wie man dieses Reinlegen nennt. Ich lasse die Haare circa noch eine Stunde da drin, wechsle zwischendrin einmal das T-Shirt, weil es dann einfach zu nass ist. Und ab jetzt ist alles kopfüber, Freunde. Und ich gebe als erstes den Leave-In Conditioner rein. Der ist auch sehr, sehr leicht. Also der ist nicht zu beschweren, den kann ich auch ruhig in meine Ansätze geben und knete dann gleich nochmal, um das gut zu verteilen. Und danach werde ich eine Mischung nehmen aus dieser Butter, diese Kids Curling Butter und dem Gel. Ihr könntet das natürlich auch einzeln machen. Ich denke mir, es geht einfach arschschneller. Zweitens mal fasse ich dann meine Haare quasi weniger an, weil ich die Produkte ja reinknete und dann mache ich das also einmal weniger. Ich verteile alles einmal und wenn alles verteilt ist, überall ein bisschen auch in die Ansätze, also das, was ich wirklich noch in den Händen habe. Und dann wird wieder geknetet. Ihr wundert euch vielleicht, wenn ihr hier diese weißen Rückstände seht. Das liegt einfach daran, dass ich diese Haarbutter nicht richtig zugemacht habe letztes Mal und diese obere Schicht ist halt so ein bisschen angetrocknet. Das geht aber gleich weg, wenn ich das geknetet und geföhnt habe. Das ist also normalerweise nicht so und ich gucke einfach, wenn ich noch Strähnen habe, wenn ich noch Stellen habe, wo etwas fehlt. Ich verteile es einfach so gleichmäßig es geht im Haar, weil sonst ist es dann eben nachher nicht so, ja, ebenmäßig. Also dann sind manche Locken voll schön und sehen aber anders aus als andere Stellen, die halt komplett nichts abbekommen haben. Die sehen dann gleich ein bisschen frizziger aus und stehen irgendwie so ab. Und dann gehe ich nochmal mit dem T-Shirt, was ich gerade auf dem Kopf hatte, durch die Haare. Ich knete die nochmal mit dem T-Shirt. So kriegt ihr nochmal das überschüssige Produkt weg und auch die überschüssige Flüssigkeit. Nochmal ein Check, ob so ein paar Strähnen irgendwie komisch abstehen und frizzelig sind. Da kommt ein kleines bisschen noch von meinem Styling-Mix rein. Und die drehe ich dann auch ein bisschen in die Richtung, die sie sich natürlicherweise locken würden, damit sie wieder ihre Sprungkraft bekommen. Jetzt föhnen wir und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, immer einen Diffuseraufsatz zu nehmen zum Föhnen. Die sind standardmäßig eigentlich auch immer dabei und die sind extra für Locken gemacht. Und ich nehme die geringste Hitzestufe, ganz, ganz wenig Hitze, so wenig es geht. Manche föhnen sogar kalt, aber das dauert halt ewig. Und dann lege ich die einzelnen Strähnen in diesen Aufsatz und drücke das so hoch und halte das. Föhne also nicht wild hoch und runter oder durcheinander, sondern ich lege immer die Strähnen rein, drücke das dann hoch und hebe es an den Ansatz. Und dann gehe ich nochmal mit dem Aufsatz so ein bisschen an die Ansätze und lifte meine Haare ein bisschen. Das gibt nochmal Volumen. Wenn meine Haare so circa 80% trocken sind, dann flippe ich meinen Kopf nochmal und föhne sie so ganz normal, aber mit derselben Technik. Also einem Ansatz anhalten, so am Kopf und die Strähnen reinlegen und einfach hochpushen, sodass ich einfach weiß, dass alles trocken ist. Find halt, wenn der Ansatz nicht richtig trocken ist, dann klappt das Volumen später so in sich zusammen. Trotzdem föhne ich meine Haare auch nicht zu 100% trocken, sondern ich würde sagen so 90, 95, weil der Rest trocknet dann ziemlich schnell einfach von selber und ich schone sie nochmal. Das ganze Föhnen dauert circa so 15 Minuten bei mir. Ich check nochmal, ob Strähnen abstehen, frizzig sind. Die kriegen nochmal so ein kleines bisschen von dem Gel und dieser Butter, aber das Ganze kommt nicht mehr zu viel in die Haare rein, nicht überall, wirklich nur strähnenweise und dann zwirbel ich die wieder so mit den Fingern. Als Finish gebe ich nur noch ein kleines bisschen Öl, wirklich nur in die Spitzen, gar nicht mal mehr in die Längen, da wo es trocken ist und es gibt nochmal Glanz. Was ich dann noch mache, ist ein bisschen durch die Ansätze fahren, die aufzulockern. Es gibt nochmal Volumen, das mache ich mit den Fingern, aber wie ihr seht, ich fahre nicht durch, also das ist nicht kämmen, das ist wirklich nur auflockern an den Ansätzen, wo es dann zu knotig ist oder halt einfach so zusammengedrückt. Das kann man auch mit einem grob zinkigen Kamm machen, aber das war es auch schon und das ist das Endergebnis. Trotzdem habe ich aber gleich noch ein paar extra Tipps für euch,
die mir sehr geholfen haben, meine Routine zu verbessern und meine Locken zu retten. Das kommt jetzt. Dazu muss ich nämlich auch nochmal zu den Produkten was sagen, dass ich so viel verwende. Glaubt mir, es war für mich ein Schock anfangs. Ich habe das gesehen und gelesen und dachte mir so, nein, kann ich so viel in meine Haare reinmachen? Die werden fettig werden, ich mag das nicht. Aber ich habe einfach gedacht, okay, probieren wir es mal aus. Und ich habe von dem, ich nehme mal nur so ein bisschen, wie immer, oder halt ein bisschen mehr zu, das, was ihr gesehen habt, einen Riesenunterschied gesehen. Also habe ich mich darauf eingelassen, auch so viel zu verwenden von allem. Natürlich, wenn ihr feine Haare habt, wenn ihr nicht so starke Locken habt, je nachdem, muss man natürlich weniger nehmen. Ihr könnt euch rantasten, so wie ich das gemacht habe. Mein Ansatz wird nicht schneller fettig, obwohl ich Produkte in den Ansatz gebe. Meine Theorie ist erstens mal, sind das halt gute Sachen, ne? Wenn ihr jetzt natürlich 5 Silikonbomben euch auf die Kopfhaut knallt, dann werdet ihr es irgendwann merken, weil sich das dann so anstaut. Die Haare werden schneller flettig. Und das zweite ist ja, dass ich meine Haare gar nicht bürste die ganze Zeit. Ihr kennt es ja beim Bürsten, ne? Tut man ja so, das klingt immer so eklig, den Teig verteilen. Ganz wichtig. Niemals bürsten. Niemals, wenn eure Haare schon trocken sind und ihr wollt sie weiterhin lockig tragen. Die sind weg, die nehmen ihren Koffer, die verabschieden sich, die machen die Tür zu und sind weg, bis ihr sie wieder wascht. Wenn ihr sie trocken bürsten möchtet, dann direkt vor dem Waschen. Also die sind dann halt erstmal, ihr kennt es ja, ne? Wer Locken hat, kennt es. Und dann eben im nassen Zustand ist das auch okay, wie ich das unter der Dusche gemacht habe. So mache ich es. Vor dem Waschen, während die Haarkur einwirkt und dann nicht mehr. Auch nicht mit den Fingern durchfahren oder wenn ihr sie stylt. Also nicht, dass ihr sie, wenn ihr einen Dutt macht oder so, zu Strähnen auseinander macht. Das ist das Schlimmste. Das habe ich immer gemacht, ne? Dann entstehen immer diese blöden, glatten, frizzeligen Strähnen, die dann so runterhängen. Wenn ihr die abteilen wollt, immer so, wie ihr sie greifen könnt. Jetzt zum Beispiel hier habe ich eine Lücke, seht ihr? Das ist in Ordnung. So könnte ich es jetzt nach hinten machen oder so. Aber nicht hier mittendrin. Also was zusammen gehört, bleibt zusammen. Generell nicht anfassen. Oh mein Gott, das war der, also wirklich eins der größten Tipps für mich. Ich bin es gewohnt, wenn ich so am Rechner sitze oder eine Serie schaue, ich mache hier diesen, mache immer so eine Strähne raus. Nicht machen. Dann glätten sich diese einzelnen Partien. Dann, das hatte ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt als Tipp, und zwar auf einem Satin-Kissen schlafen, weil gerade diese Reibung im Schlaf, ob ihr sie jetzt zusammen macht oder nicht, da entstehen dann auch wieder Knoten, Haarbruch, Frizz. Geht jetzt nicht nur für Locken, ist allgemein sehr gut für die Haare. Und der nächste Tipp, wenn ihr die dann zusammen macht, nicht so diese dünnen Haargummis, die sich so reingraben richtig in die Haare und viel zu streng sind. Ich finde nämlich auch zu Haarbruch und sind gerade bei Locken ganz fatal. Je weicher, desto besser. Also so richtig weiche, fluffige Haargummis, Invisibobbles oder ähnliche sind auch okay. Ich versuche sie so oft es geht offen zu tragen. Ansonsten einen leichten Dutt, nur vorne ein bisschen zur Seite. So alles, was locker leicht ist. Also, und hier zeige ich euch nochmal die Zwischenergebnisse. Woche 0 zu Woche 1, wo ich schon einiges umgestellt hatte, die ganze Vorbereitung und so weiter. Es ist noch Luft nach oben, vor allem so oben an den Ansätzen könnten sie sich mehr locken. Ich könnte weniger Frizz haben, aber ich war wirklich überrascht, dass ich überhaupt so ein Ergebnis bei mir noch rausholen kann, obwohl ich sie seit Jahren glätte und föhne und wirklich nichts in der Richtung Lockenprodukt ever verwendet habe. Das Ergebnis so von hinten, also wenn ich die alle so nach hinten schmeiße, mit dem Rücken zu euch, ist immer so ein bisschen meh. Habe aber gehört, das ist bei Locken normal. Also dass die so am Hinterkopf, die oberen Haare, dass die immer tendenziell so ein bisschen glatter aussehen. Dann der Zeitfaktor, also was mich die meiste Zeit eigentlich so gekostet hat, war mich zu informieren wirklich über die Curly Girl Methode. Aber das ist so diese Vorbereitung. Zeit, die ich euch jetzt hoffentlich erspart habe durch dieses Video. Zumindest habt ihr hier so einen Startpunkt. Die Routine selber geht schneller für mich, als jetzt nochmal zu glätten. Das Einzige ist halt das Lufttrocknen. Ich bin ja selbstständig. Ich kann mir das dann immer so legen, dass ich zu dem Zeitpunkt zu Hause bin. Wenn ihr jetzt natürlich morgens Haare wascht und dann müsst ihr noch zur Schule, zur Arbeit, zur Uni, vielleicht möchtet ihr dann nicht so lange Luft trocknen lassen, sondern direkt föhnen. Ihr könnt es natürlich auch abends vor dem Schlafen machen. Ich finde halt, die frischen Locken sehen wirklich immer am besten aus. Falls ihr aber Tipps dazu habt oder eure Erfahrungen, wie ihr das macht, dann schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Werde ich es weitermachen? Aktuell definitiv. Ich kenne mich aber, ich werde irgendwann wieder denken, jetzt mal wieder so Glätterhaare. Aber ich weiß jetzt, was ich dann tun müsste, damit ich schönere Naturlocken habe als davor. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren. Übrigens kommen jetzt auch wieder regelmäßig 2-mal die Woche Videos. Dienstag 13 Uhr, Freitag 13 Uhr sehen wir uns hier. Zu Haaren habe ich auch noch einiges geplant, was dann kommt. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.